Linke und rechte Extremisten, Islamisten, die Gegner der freien demokratischen Gesellschaft scheinen immer mehr zu werden. Und auch ihre Gewaltbereitschaft wächst. Der linksextreme Protest gegen den G20-Gipfel in Hamburg erreicht eine neue Dimension. Bilder wie aus einem Bürgerkrieg. Auch rechte Gewalt hat in Deutschland einen neuen Höhepunkt erreicht, mit mehr Anhängern und mehr Straftaten als je zuvor. Extremisten von allen Seiten nutzen gezielt die digitalen Medien für Propaganda, Hetze und Mobilisierung. Ja, heute Extremismus ist ohne das Internet so nicht vorstellbar. Im Netz sind Extremisten so aktiv wie nie. Das Internet verstärkt die Gefahr für die Gesellschaft. Die Propaganda in der NS-Zeit lief über Plakate und die Propaganda heutzutage übers Internet. Oft schlägt virtuelle Wut in reale Gewalt um. Ihr dreckigen Verräter kommt bei Tageslicht wie ein Mann ohne Waffen, aber dafür habt ihr schwanzlosen Pisser keine Eier. Im Internet ist der Extremismus letzten Endes immer nur einen Klick weit entfernt. Das Internet als Motor für Extremisten. Rechte, Linke, Islamisten, sie alle nutzen das Netz systematisch für ihre Zwecke. Gegenwehr von Seiten der Behörden haben sie bislang kaum zu befürchten. Die virtuelle Welt ermöglicht über Netzwerke wie Facebook Zugang zu Menschen, die sonst für Extremisten schwer zu erreichen wären. Die Hemmschwelle für eine erste Kontaktaufnahme ist im Netz niedriger. Propaganda und Fake News verbreiten sich schnell und unzensiert. Das Internet ermöglicht eine schleusenfreie Öffentlichkeit. Ja, also Sie haben sozusagen nicht mehr den Journalist als den, in Anführungsstrichen, Gatekeeper, der entscheidet, welche Informationen wirklich einem breiten Publikum zuteil wird, sondern theoretisch kann jeder alles veröffentlichen. Und wenn er das in einer gewissen Weise richtig anstellt, kann das ganz schnell einem Millionenpublikum zugänglich werden. Und das ist natürlich für solche politischen Strömungen ein idealer Zustand, weil sie die besser und schneller erreichen, die ohnehin schon ihre Gesinnung in irgendeiner Form teilen. Hetze im Netz. Kevin rutscht als Jugendlicher in die rechtsextreme Szene. Er hört Rechtsrock und gehört einer sogenannten freien Kameradschaft an, den Hatecore Warriors. Die wachsende Gewaltbereitschaft der Szene und Zweifel an der menschenverachtenden NS-Ideologie bringen ihn vor 7 Jahren zum Umdenken. Kevin steigt aus. Heute warnt er öffentlich vor der Gefahr, die von seinen einstigen Kameraden ausgeht. Ich denke, dass viele Köpfe der Neonazi-Szenen, was Social Media angeht, ziemlich fit sind. Die Propaganda in der NS-Zeit lief über Plakate. Die Propaganda heutzutage übers Internet. Und genau das tun sie ja. Sie wissen, wie man am besten Medien gestaltet, damit sie auch attraktiv für junge Leute sind und wo sie die reinsetzen. Ob nun YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, was auch immer. Und genau dort agieren sie heute. Wer weiß eigentlich schon, was Globalisierung ist? Globalisierung ist all das, was die Nazis nicht wollen. Rechte Propagandavideos wie diese rufen offen zum nationalen Widerstand auf und sind frei im Netz verfügbar. Zu etwas berufen zu werden, wo man sagt, okay, ich bin bei der Sache, ich mache hier mit, ich habe eine Aufgabe und nicht nur so nutzlos zu sein, und ich hatte ja damals nicht viel, was ich gemacht habe, das hat in mir schon ein gewisses Gefühl ausgelöst, was mich hat wachsen lassen. Als weil ich bin niemand, weil ich bin Deutscher. Und als Deutscher muss ich aktiv werden. Und das war irgendwie, dieses Gefühl hat es in mir ausgelöst. Bautzen werde unsterblich, fordert dieses rechte Propagandavideo. Die Message, aktiv werden und Widerstand leisten. Professioneller Auftritt, dramatische Musik und schnelle Schnitte. Die rechtsextremen Urheber wollen cool wirken und vor allem Jugendliche ansprechen. Es ist dann tatsächlich bundesweit kopiert worden und eben auch teilweise europaweit kopiert worden. Dann haben sie halt hier ihr Plakat getragen, dann werde unsterblich. Da steht ja jetzt nicht irgendwie drauf, alle Juden irgendwie umbringen oder so. Also eine sehr offensichtliche, menschenverachtende Botschaft. Sondern da steht halt, werde unsterblich. Und dann noch eine URL-Adresse, wo ich dann denke, okay, das gucke ich mir mal an. Ja, das ist natürlich clevere PR von den Leuten.
Rechtsextremisten, das sind nicht länger nur Glatzköpfe mit Springerstiefeln. Rechte Gesinnungsgenossen wie die sogenannten autonomen Nationalisten oder die Identitären unterscheiden sich rein äußerlich kaum von den Linksextremisten. Seit Jahren kopiert die militante Neonazi-Szene angesagte Elemente der Popkultur. Der Neonazi von heute ist eher der nette Nachbar von nebenan, ne? Der auch mal der alten Dame, die Einkaufstaschen nach oben in die Wohnung trägt. Da sieht man ja bei der Identitäre Bewegung, die dann eher einen auf intellektuell machen, Aktionen starten, wie das Brandenburger Tor besetzen. Die Identitäre Bewegung stammt ursprünglich aus Frankreich und macht vor allem mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie der Besetzung des Brandenburger Tors auf sich aufmerksam, die sie jugendaffin im Netz verbreitet. Die Identitäre Bewegung ist etwas, was mit einer Sprache arbeitet, die man so aus dem klassischen Rechtsextremismus nicht kennt. Aber wenn man genau hinschaut, letzten Endes den alten Wein in neuen Schläuchen findet. Das heißt, völkische Ideologie, Rassismus, die Ausgrenzung von Migranten, die hier mit anderen Worten, aber letzten Endes mit dem gleichen Ergebnis betrieben wird. Mit dem Untergang des Hitlerreichs ist der Rechtsextremismus in Deutschland nicht verschwunden. In den 60er Jahren gründen alte und neue Nazis die NPD und ziehen in 7 Landesparlamente ein. Nach der Wiedervereinigung eskaliert die rechtsextreme Gewalt. 1992 attackieren Jugendliche in Rostock über 4 Nächte lang eine Asylunterkunft. Bei Brandanschlägen in Mölln und Solingen kommen 8 Menschen ums Leben. Ab 2000 folgt die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds mit 10 Toten. Aktuell rechnet der Verfassungsschutz rund 23.000 Deutsche der rechtsextremen Szene zu, Tendenz steigend. Neue rechtsextremistische Gruppierungen wie Hogesa, Hooligans gegen Salafisten, vereint der Hass auf den Islam. Es gibt diese unglaublich vielen verschiedenen Akteure und dann hat man dieses Netzwerk und je enger dieses Netzwerk zusammenrückt, also je besser es miteinander kommuniziert, mobilisiert, agiert, desto eher wird es zu einer Bewegung, die auch in der Öffentlichkeit und von der Restgesellschaft sozusagen wahrgenommen wird. Das Internet ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, weil erst mit dem Internet es möglich wurde, für all diese Akteure, für all diese Menschen, die da aktiv sind, sich untereinander zu verständigen, sich auszutauschen, zu planen, über Strategien zu reden, tatsächlich auf die Straße zu gehen, sich zu organisieren. Die sozialen Netzwerke tragen durch die Entstehung sogenannter Filterblasen zur Verbreitung von Propaganda bei. Durch spezielle Algorithmen erhalten Nutzer automatisch vor allem solche Inhalte gezeigt, die ihren vorhandenen Interessen entsprechen. Das verstärkt den sogenannten Echokammer-Effekt. Echokammer-Effekt ist das, was passiert, wenn Menschen untereinander dann eben nur noch bestärkt werden in ihren Meinungen, nur noch Botschaften hören, die ihre eigenen Ansichten bestärken. Wir haben unsere Meinungen und wir wenden uns lieber solchen Informationen zu, die unsere Meinungen bestärken. Und da ist erstens das Internet natürlich eine ganz tolle Quelle, weil ich dort natürlich viel einfacher das finde, was ich hören will. Und sowas kann dann in solchen geschlossenen Gruppen zu einer Radikalisierung führen, also dass die Einstellungen immer extremer werden. Jugendschutznet fand 2016 mehr als 52.000 rechtsextreme Angebote im Netz. Davon 1.879 Videos, 4.026 Profile und Kanäle sowie 1.230 Websites. Der Rest sind rechte Postings auf sozialen Netzwerken. Wir machen ein Experiment, um herauszufinden, wie leicht ist die Vernetzung mit der rechten Szene wirklich? Wie gefährlich ist die digitale Abschottung durch sogenannte Filterblasen und wie schnell entstehen rechte Echokammern? Dazu legen wir ein Fake-Profil an. Die meisten Internethetzer sind Männer um die 30. Wir erfinden deshalb Pepe, männlich, Mitte 30, verheiratet. Pepe ist Patriot, Nationalist, aber kein politischer Extremist. Johannes Baldau verfolgt für die Amadeo-Antonio-Stiftung die Entwicklung der rechten Online-Szene, auch mit Hilfe von Fake-Profilen. Durch Entwicklungen in den letzten Jahren gibt es Symbole, die vielleicht jetzt gar nicht so erstmal auf den ersten Blick als rechtsextrem zu erkennen wären.
Pepe the Frog ist halt eins dieser Symbole, was von der sogenannten Alt-Right-Bewegung als die Symbolfigur genommen wird. Und damit kann man dann mittlerweile, ohne dass man jetzt irgendwie ein Hakenkreuz oder sowas postet, halt schon sagen, so, hör mal, ich tick halt so und so. Der von uns erfundene Pepe liked rechte Facebook-Seiten, abonniert Gruppen und beginnt zu kommentieren. Wer selbst postet, Flagge zeigt, wird auch deutlich schneller aufgenommen in der Community. Pepe bedient die Klischees des klassischen Wutbürgers. Er regt sich auf über das vermeintliche Versagen der Politik und äußert sich negativ über Flüchtlinge. Es ist ja so, dass wir in diesen sozialen Netzwerken heute sehr viel stärker so ein bisschen getriggert werden, uns auch schnell zu äußern, na, mal so ein Like zu verteilen. Das ist ja auch so angelegt in diesen Systemen. Das will man ja auch, dass wir schnell interagieren. Das heißt, wir sind so ein bisschen implizit auch schneller dazu gedrängt, eine Position zu beziehen, einfach indem wir mal so Likes verteilen. Und das verändert natürlich schon, wie sich auch Debatten entwickeln. Unser Fake-Profil Pepe findet schnell neue Freunde. Am Abend des ersten Tages des Experiments hat Pepe schon 50 Freunde und ist in diversen geschlossenen Gruppen mit einschlägigen Titeln aufgenommen. Das Ausmaß der Hetze hier ist typisch für die Sprachverrohung im Internet. Das nennen wir dann quasi diesen Online-Enthemmungseffekt, dass man natürlich im Netz deutlich krasser ist mit dem, was man halt postet und was man halt schreibt, als wenn man sich zum gleichen Thema auf der Straße äußern würde oder im Familienkreis. Wenn dann sozusagen Leute, die übelst beschimpft wurden im Internet, zu den Leuten hingehen, ne, die sie sozusagen so krass beschimpft haben und sie halt damit konfrontieren, dann war das so, ach, ja, wirklich? Oh, das tut mir leid. Was passiert, wenn der Hass im Netz eskaliert, weiß Jürgen Kasek. Er arbeitet als Rechtsanwalt in Leipzig und ist Landesvorsitzender der Sächsischen Grünen. Seit Jahren engagiert er sich gegen rechts. Kasek sammelt die Attacken aus dem Netz akribisch auf seinem Rechner. Dieses elende, kriminelle Drecksgesindel, sie müssen endlich für ihre Taten büßen. Es reicht, wie wir jetzt wissen, gehen sie über Leichen, diese kriminelle Brut. Ich habe keine Worte mehr. Diese feigen linken Hurensöhne, ihr dreckigen Verräter, kommt bei Tageslicht wie ein Mann ohne Waffen. Aber dafür habt ihr schwanzlosen Pisser keine Eier, denn ihr seid nur Nuttenkinder. Hier zum Beispiel, feiges Dreckspack, nur von hinten, nur am Wegrennen, nur versteckt im Dunkeln, sollen die Fotzen mal eine Ansage machen, dann trifft man sich im Wald, aber auch das Dreckspack hat Meldeadressen. Einfach nur Hass. Häufig schlägt virtueller Hass in reale Gewalt um. Jürgen Kasek wurde im Regionalzug von Rechten erkannt und tätlich angegriffen. Es lag schon mal ein Stein mit SS-Runen vor der Tür, ist an die Kanzlei dran gesprayt worden. Da standen Nazis hier direkt auch schon vor der Tür. Das ist schwierig, damit umzugehen. Der grüne Kasek ist zur Zielscheibe der rechten Szene geworden. Vor allem für die Anhänger von Legida, dem Leipziger Pegida-Ableger. Innerlich habe ich mich darauf eingerichtet, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo dann halt etwas passiert. Weil dann irgendeiner meint, den Volkswillen exekutieren zu müssen. Virtueller Hass und reale Gewalt. Halle, 1. Mai. Der virtuelle Hass erobert die Straße. Traditionell prallen Linke und Rechte am Tag der Arbeit aufeinander. Etwa 500 Neonazis sind aus ganz Deutschland angereist. Herbeigerufen zum Tag der Arbeit von der Partei Die Rechte und vom sogenannten antikapitalistischen Kollektiv. Hinter dem Netzwerk stecken altbekannte Neonazi-Führungskräfte, die unter dem neuen, irreführenden Label agieren. Mit martialischen Aufrufen in den sozialen Netzwerken wollen die Neonazis so viele Anhänger wie möglich mobilisieren. Auch die linken Gegner bringen sich in Stellung. Die Antifa und diverse Aktivistengruppen rufen zur Gegendemo in Halle auf, ebenfalls mit Videos im Netz. Die linke Szene setzt dabei weniger auf Propaganda als auf Mobilisierung. Sie nutzt das Netz vor allem, um Demos und Aktionen zu organisieren. Mit Erfolg. An diesem Tag stehen den Neonazis 6-mal so viele linke Gegner gegenüber. Der Grünen-Politiker Jürgen Kasek gehört zu den Organisatoren der Gegendemo. Dann ist es so, dass man sich die Karte halt anschaut und versucht, großräumig im Prinzip die Demonstration selber zu schaffen. Infopunkte, wo ich Menschen informieren kann und natürlich den Ansatz fährt, dass man schaut, dass es eine Möglichkeit gibt, auf die Strecke zu kommen, um sich dort
friedlich und solidarisch auf die Straße zu setzen und den Nazis das zu nehmen. Und dafür gibt es dann meistens immer so 2, 3, 4 Punkte, wo man weiß, okay, da könnte es gehen. Auch der Staatsschutz ermittelt online. Seit Monaten beobachten Verfassungsschutz und Polizei die Mobilisierung im Internet. In Halle erwarten sie ein hohes Gewaltpotenzial. Mit mehreren Hundertschaften ist die Polizei zur Stelle, um gewalttätige Krawalle wie bei vergangenen Demonstrationen am 1. Mai zu verhindern. Es gab im Vorfeld Informationen, dass man hier möglicherweise gefährliche Gegenstände oder Waffen mitführt. Und aufgrund dessen hat man hier eine Kontrollstelle eingerichtet und die Personen werden entsprechend kontrolliert. Laut Verfassungsschutz gehören etwa 12.100 Menschen zu den gewaltorientierten Rechtsextremisten gegenüber 8.500 gewaltorientierten Linksextremisten. Ein Anstieg auf beiden Seiten. Vor dem Bahnhof von Halle wollen Polizeikräfte die Neonazis nach Waffen durchsuchen. Als etwa 300 Rechte die Kontrolle verweigern, kesseln Polizisten die rechten Demonstranten ein und verbieten den Beginn der Kundgebung. Gleichzeitig gelingt es linken Gegendemonstranten, auf die geplante Marschroute der Neonazis zu gelangen. Ihr wichtigstes Kommunikationsmittel, das Internet. Intensiver als ihre rechten Gegner organisieren sich die Linken auch während der Demo über ihre Handys. Was früher über Megafon gerufen wurde, kommt heute über Twitter an. Das Internet ist sehr, sehr wichtig. Also es gibt durch die sozialen Netzwerke auch einen Austausch. Klar, Twitter ist dann immer der Kanal, der genutzt wird. Gibt es einen Aktions-Hashtag, wo dann immer das Aktuelle drüber läuft, was ist gerade wo, wo steht welche Blockade, wo wird Unterstützung benötigt, wo ist gerade problematisch, wo wird ein Anwalt gebraucht. Und dann gibt es quasi eine interne Gruppe in der App, wo die Leute halt drin sind und der Austausch im Prinzip von den einzelnen Infopunkten erfolgt, um die Informationen dann gezielt auch weitergeben zu können und zwar nach außen halt abhörsicher auch, also das auch klar ist, dass man bestimmte Sachen machen kann, ohne Angst haben, tatsächlich des staatlichen Zugriffs gibt. Weil sich viele Neonazis nicht auf Waffen kontrollieren lassen wollen, untersagt die Polizei ihre Demo. Umringt von Einsatzkräften müssen die Rechten auf dem Bahnhofsplatz bleiben. Wir wussten, dass hier doch eine größere Anzahl an gewaltbereiten Personen angereist waren, sowohl als aus dem Rechts- als auch aus dem linksextremen Spektrum. Und aufgrund dessen muss man hier die Gefahrenlage abwägen. Und letztendlich sind wir froh darüber, dass es hier keine größeren Ausschreitungen gegeben hat, wie das möglicherweise zu befürchten war. Ein Fehlschlag für die Organisatoren. Resigniert reisen die meisten Neonazis nach einigen Stunden wieder ab. Das ist aus meiner Sicht durchaus eine zufriedenstellende Lösung, weil die Nazis fahren heute nicht nach Hause mit dem Gefühl, dass sie irgendetwas erreicht haben. Weil außer sich selbst hat ihnen niemand zugehört. Niemand. Nach Einschätzung der Behörden gibt es auffällige Unterschiede zwischen den Strategien der extremen Linken und Rechten. Im Internet agieren linke Aktivisten vorsichtiger bei der Wortwahl und der Preisgabe von Informationen. Linksextremisten sind etwas konspirativer, klandestiner im Hinblick auf die Nutzung des Internets. Wenn Linksextremisten neue Unterstützer gewinnen wollen, dann schauen sie sich die sehr genau an. Sie versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass dort Leute von uns beispielsweise eingeschleust werden. Also für Propaganda, für Mobilisierung wird das Netz genutzt. Aber dort, wo es ins Konspirative hineingeht, sind Linksextremisten nochmal deutlich vorsichtiger. Deutschlands Linke ist noch immer stark geprägt durch die Studentenbewegung der 60er Jahre, aus der auch die Terroristen der Roten Armee-Fraktion hervorgehen. Bis in die 90er Jahre mordet die RAF für das Ziel einer kommunistischen Revolution. Die Selbstauflösung der Terrorgruppe bedeutet nicht das Ende des Linksextremismus. Autonome besetzen Häuser. Jedes Jahr kommt es zu öffentlichkeitswirksamen Krawallen zum 1. Mai. Zur alten marxistisch-leninistischen Programmatik sind neue Schlagworte wie Globalisierung und Umwelt hinzugekommen. Der Bruch zwischen der traditionellen Alten und der sogenannten Neuen Linken hat sich darin vor allen Dingen widergespiegelt, dass diese klassische auf Arbeit, die Arbeitswelt bezogene Politik ersetzt worden ist durch eine lebensweltlich orientierte Politik. Also die gesamte Ökologiebewegung, die dann im Ende der 70er Jahre entstanden ist und die neuen sozialen Bewegungen, die ja sich in ganz viele unterschiedliche thematische Bereiche zergliedert haben, die sind natürlich auch Ausdruck dessen. Also sie haben relativ viele so Spaltungs- und Neuzusammensetzungsprozesse.
Die Verbindung von Antikapitalismus und Globalisierungskritik wird zum neuen ideologischen Fundament der Linksextremen. 2007 richten sich gewaltsame Krawalle gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm, 2015 gegen die EZB-Eröffnung in Frankfurt und 2017 gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Anders als bei Rechtsextremisten findet linke Radikalisierung weniger im Internet statt als im direkten Kontakt. Stattdessen nutzt die linke Szene das Netz, um Aktionen publik zu machen. Selbstdarstellung ist wichtig für Akteure, die erstmal ja auch relativ marginalisiert sind. Also radikale Linke wissen ja, dass sie eine Minderheit sind. Und sie wissen auch, dass sie relativ wenig Möglichkeiten haben, sich öffentlich bemerkbar zu machen. Also auf der Ebene ist das Internet sicherlich, erweitert es den Möglichkeitsraum. Links unten in die Media, eines der einflussreichsten linksextremen Medien im Internet, wird im August 2017 vom Innenministerium verboten. Die Seite richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Mehrfach wurde sie auch für sogenannte digitale Outings genutzt. Dabei werden Namen und Adressen von politischen Gegnern veröffentlicht. Auch SPD-Politiker Tom Schreiber gehört zu den Opfern. Als verfassungspolitischer Sprecher seiner Partei engagiert er sich gegen linke und rechte Extremisten. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Abgeordneter in meinem Büro so weit aufrüsten muss, dass ich eine Kamera haben muss. Also das ist auch für mich eine neue Erfahrung und ich hoffe auch nicht, dass es etwas ist, was grundsätzlich so sein muss. Aber ich sag mal, als Schutz für Mitarbeiter und für auch die Leute, die hier rein und raus gehen, ist es schon ganz wichtig. Die Hürde zu sagen, ich mache das jetzt einfach, da ist er oder sie und ich nehme jetzt den Gegenstand und schlage ihn auf den Kopf. Ich glaube, diese Hemmung, diese Hürde, die ist gesunken. Und deswegen glaube ich schon, dass die Brutalität ein Stück weit auch zugenommen hat. In der Frage, wie weit geht man? Also, und da spielen die sozialen Netzwerke auch eine ganz, ganz große, wichtige Rolle. Sie sind teilweise auch ein Katalysator. Tom Schreiber ist vor allem wegen seiner Haltung im Konflikt um linksextreme Gewalttäter und die besetzten Häuser auf der Berliner Rigaer Straße in den Fokus geraten. Seit 2 Jahren hetzen Linksautonome im Internet gegen den SPD-Mann, haben dafür eigens einen Twitter-Hashtag kreiert. Es gibt so einen eigenen Hashtag dann zu meiner Person und man hat auch im Grunde genommen, das ist alles im Bereich Rigaer Straße, dann sein Revier nochmal markiert, was im Grunde genommen für mich so eine Art No-Go-Area sein soll. Oder eben der konkrete Hinweis von dem User, der dann sagt, jo, lass mal beim Tommy in die Bude einsteigen und seine dumme Heizung kaputt hauen, also das heißt zu sagen, zu Hause aufsuchen, Angst zu verbreiten und nach dem Motto, wir haben dich auch im Blick und im Fokus. Tom Schreiber bekommt Polizeischutz bei Veranstaltungen. Auch seine Familie wurde schon bedroht. An die ständigen Beleidigungen und Bedrohungen im Netz hat er sich bis heute nicht gewöhnt. Die Idee ist ja, sage ich mal, im Bereich Linksextremismus, den Druck so weit auszuüben, dass dann die betroffene Person sagt, ich kann nicht mehr, ich lasse das, ich halte das nicht mehr durch, ich schlafe schlecht, ich muss aufpassen, wenn ich mich wo bewege, ob sie mich verfolgen oder ob irgendwas am Auto gemacht wird oder. Und ich glaube, das wäre natürlich der falsche Weg. Aufgeben kommt für Schreiber nicht in Frage. Zurzeit ist er vor allem eine Zielscheibe für Linksextremisten, doch auch Neonazis haben ihn schon bedroht. Schreiber bringt jeden Angriff virtuell und analog zur Anzeige. Das Internet ist natürlich ein Hort der Radikalisierung mittlerweile. Es ist ein Hort dort, wo man rekrutiert, wo man an junge Menschen, an Jugendliche rankommt. Und es ist ein Bereich, wo man sagen muss, dass dort eben Fake News reingestellt werden, dass dort bewusst provoziert wird, dass dort aber auch aufgerufen wird zu Gewalt. Und deswegen ist es richtig, dass das Internet eben kein rechtsfreier Raum ist und dass man eben auch wissen muss, dass es auch rechtliche Konsequenzen haben muss, wenn man zu Straftaten aufruft oder eben auch zu Gewalt. 2016 verzeichnete der Verfassungsschutz 22.471 rechtsextremistische Straftaten, darunter 1.600 Gewalttaten. 5.230 Straftaten werden dem Bereich Linksextremismus zugeordnet, davon 1.201 Gewalttaten. Wenn es um die Radikalisierung von Anhängern geht, spielt das Internet vor allem für Rechtsextremisten eine wichtige Rolle. Systematisch und mit gezielten Falschmeldungen wird Hass geschürt. Vor allem gegen Flüchtlinge und Minderheiten. Das Netz als perfektes Instrument der Hetze.
Beim Bayerischen Verfassungsschutz arbeiten Ermittler mit Tarnidentitäten im Netz, um Extremisten aufzuspüren, Straftaten aufzudecken und bestenfalls zu vereiteln. Was wir im Bereich des Rechtsextremismus aktuell sehen, ist, dass Personen gewalttätig werden, die vorher gar nicht in rechtsextremistischen Strukturen aktiv waren. Das heißt, es geht hier offensichtlich eine Saat auf, die Rechtsextremisten gesät haben, indem sie ihre Ideologie über die vielen Wege im Internet verbreiten und es offensichtlich zu Radikalisierungen kommt, die in den eigenen vier Wänden stattfinden, am PC. Ich erinnere mich an diesen Fall dieses angeblich vergewaltigten russischstämmigen Mädchens, wo dann Leute ja selbst im Fernsehen vor der Kamera gesagt haben, ich weiß schon, dass das nicht wahr ist, ich will es aber trotzdem glauben. Und da kommen sie irgendwann nicht mehr weiter. Also Leute, die wirklich in so Echokammern drinstecken, die aus irgendwelchen persönlichen Gründen solche Informationen brauchen, um ihr Selbstbild aufrechtzuerhalten, an die kommen sie wahrscheinlich mit so normalen Maßnahmen des Journalismus, der öffentlichen Kommunikation auch nicht mehr ran. Früher mussten Extremisten in Fußgängerzonen noch persönlich Leute ansprechen und Handzettel verteilen. Heute können sie über Facebook und Co. ihre Propaganda bequem und effizient verbreiten und Menschen ansprechen, die früher unerreichbar waren. Das Perfide daran ist im Grunde, die brauchen sich die Hände gar nicht unbedingt schmutzig zu machen, nicht selbst schmutzig zu machen, indem sie eben immer wieder diese Ideologie verbreiten, Fake News verbreiten, falsche Informationen über Asylbewerber, was die an Krankheiten einschleppen, wie viele Personen die vergewaltigen etc. Und damit immer wieder Leute füttern, die ansprechbar sind für so etwas. Und bei denen sich dann eben im Kopf irgendetwas tut, was eben sogar so weit führt, dass sie eben tatsächlich gewalttätig werden. Wie im Fall der sogenannten Old School Society, einer rechtsextremen Gruppe, die Anschläge gegen Moscheen und Asylunterkünfte plante. Das Material für Brandsätze lag schon bereit. Vier Mitglieder wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Es waren Leute gewesen, die sich nicht kannten, die an verschiedenen Orten in Deutschland lebten. Und wenn es den Cyberraum nicht geben würde, wahrscheinlich auch nie jemanden gefunden hätten, mit dem sie Straftaten planen könnten. Unser Informant Michel kennt die Strategien von Rechtsextremisten im Netz und in der Realität. Er gehörte jahrelang zur Führungsriege einer rechtsextremen Partei in Bayern. Seit seinem Ausstieg fürchtet er Racheakte. Im Interview will er anonym bleiben. Anfangs ging es bei mir los mit sogenannten Schlägertrupps, wo man sich halt einfach nur trifft, um Bier zu trinken und zu schlägern, einfach gegen Ausländer. Und habe mich dann eigentlich hochgearbeitet, bis ich halt an Partei und dann eben auch selber Schulungen veranstaltet habe, bis ich Demos organisiert habe. Und jeder will natürlich gerne nach oben. Jeder will ein kleiner Führer sein. Und da muss man dann halt auch mal eigene Leute in die Schranken weisen. Und je gewalttätiger man halt ist, desto mehr Respekt und desto schneller ist man halt dann früher aufgestiegen. Michel, der in Wahrheit gar nicht Michel heißt, war ein rechtsextremer Gewalttäter, respektiert und angesehen im Kreis der damaligen braunen Kameraden. Als er eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt, kommen ihm Zweifel an den Zielen der Ideologie. Die Demokratie abzuschaffen und den NS-Staat wieder zu errichten, ja? Es hat mal einer gesagt, aus der rechten Szene war ein höheres Tier auch von einer Partei. Als in Berlin diese Steine aufgebaut wurden, als dieses Denkmal, da hat er gesagt, das findet er ganz klasse, weil das kann man dann gleich als Fundament für die neue Reichskanzlei verwenden. Also es ist ganz klar die Abschaffung der Demokratie, der BRD und Installation vom Nationalsozialismus wieder. Viele Neonazis tauchen völlig ein in die Szene. Sie brechen mit ihren Familien, Freunden und allen, die ihr Weltbild nicht teilen. Ein Gemeinschaftsgefühl, Zugehörigkeit. Man hatte Respekt vor einem. Man war ja jemand. Viele Leute hatten einfach auch Angst vor mir, weil ich halt auch sehr gewalttätig war. Und die Leute dann einfach die Straßenseite wechseln und früher einen verarscht haben. Das gibt dir dann natürlich ein gutes Gefühl. Das Gefühl von Zusammengehörigkeit war auch für Kevin langer Antrieb. Er stieg sehr jung in die rechte Szene ein und blieb fast 10 Jahre dabei. Von alten Freunden und seiner Familie distanzierte er sich damals völlig. Vor allem seine Großmutter war als Gewerkschafterin entsetzt über die menschenverachtende Weltanschauung ihres Enkels. Heute kann Kevin seine Vergangenheit selbst nur schwer verstehen. Jetzt will er aufklären und junge Menschen daran hindern, ebenfalls in die rechtsextreme Szene abzurutschen. Wenn ich heute zurückblicke, ist das für mich so ein bisschen wie
eine andere Person für mich. Ich kann nicht mehr ganz meinen damaligen Weg nachvollziehen. Warum ich diesen Schritt gegangen bin, ich weiß es heute nicht. Desto tiefer ich in die Szene eingestiegen bin, desto mehr Leute habe ich kennengelernt. Desto mehr Leute ich kennengelernt habe, desto leichter kam ich an Material. Was ich im Internet nicht bekommen habe, bekam ich von Freunden. Hauptsächlich Bücher, die den Holocaust relativierten und so weiter. Und desto mehr ich las und bekam von meinen Freunden, desto mehr verankerte sich die nationalsozialistische Ideologie in mir. Rechtsextreme Musik, Bücher, Filme, Freunde. Kevin engagiert sich in der Partei. Sein gesamtes Umfeld besteht damals aus Neonazis. Bis heute fürchtet er die Rache seiner früheren Kameraden. Aussteiger gelten in der Szene als Verräter. Angst ist natürlich auch vorhanden, weil ich hänge an mein Leben. Ja. Wie gewaltbereit Neonazis sind, das hat man die letzten Jahrzehnte erleben dürfen. Und dadurch, dass ich den Leuten den Rücken gekehrt habe und weiterhin mein Gesicht zeige, mich nicht verstecke und versuche aufzuklären, welche Gestalt denn dahinter steckt und was für Wesen sich in so einem Haus aufhalten, bin ich natürlich erstmal auf der Abschussliste der Neonazis. Der Verräter könnte natürlich rein theoretisch mit dem Verfassungsschutz dann zusammenarbeiten und die inneren Strukturen dieser Gruppe aufdecken. Der könnte natürlich genau sagen, wo was gemacht wird, wo was ist, wo vielleicht Waffendepots sind, wo Gelddepots sind, dass das alles gefunden wird. Und es ist natürlich wichtig für die rechte Szene, dass dieser Verräter natürlich den Mund hält. Eine Woche nach Beginn unseres Facebook-Experiments hat Pepe, unser erfundenes rechtes Profil, mehr als 250 Freunde auf der ganzen Welt und ist Mitglied in 11 geschlossenen, eindeutig rechten Gruppen. Pepe bekommt Einblick in eine virtuelle Parallelwelt voller Hass. Und der Hass ist sehr persönlich. Wir wissen alle, wenn es eben um diese Shitstorms geht oder eben auch Firestorms, dass die Leute die krassesten Kommentare raushauen, die eben mit Klarnamen agieren. Und dass es eben nicht die Anonymität ist, sondern es ist eben, weil man in diesen Echokammern drin ist. Ne? Meinungen verstärken sich, wir kriegen einen Tunnelblick. Und dann, wenn ich halt nur noch von Leuten umgeben bin, die halt die gleiche Meinung haben, dann, ja, dann kann ich halt weitermachen. Das kann halt dann eigentlich nur noch schlimmer werden. Unsere Recherche führt uns direkt in eine rechte Echokammer. In Diskussionsrunden von Gleichgesinnten, die sich ihr Weltbild von Hass und Angst gegenseitig bestätigen. In solchen Echokammern wird aus einer Randgruppe schnell eine gefühlte Mehrheit. Früher wäre es, glaube ich, deutlich schwieriger gewesen, einfach mit Menschen, die halt solche Haltung haben, in Kontakt zu kommen, wenn ich nicht durch Zufall irgendwie über sie gestolpert wäre. Heute kann ich halt extrem schnell mit diesen Leuten in Kontakt kommen, wenn ich möchte. Und wie man eben an diesem Versuch sehen kann, ist die Hürde dafür nicht hoch. Extremismus 2.0. Die Muster von Extremisten im Netz sind weltweit vergleichbar. Auch Islamisten nutzen intensiv das Internet. Es ist eine sehr große Bandbreite an Aktivitäten, die bis hin zur konkreten Begleitung bei terroristischen Anschlägen reicht. Das heißt, wir haben auch Fälle, wo wir feststellen, dass Personen, die einen Terroranschlag begangen haben, tatsächlich noch während des Anschlags virtuell begleitet wurden über das Internet. Beim islamistischen Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 sterben 12 Menschen. Der Attentäter Anis Amri hatte sich vor allem online radikalisiert. Drastische Propagandavideos auf YouTube sowie Postings auf Twitter und Facebook. Die Rekrutierung und Mobilisierung von islamistischen Kämpfern findet inzwischen sogar überwiegend im Internet statt. Der IS inszeniert online den Heiligen Krieg mit Mitteln der Popkultur. Er will vor allem junge Menschen anlocken. Diese Videos sprechen vielfach die Klientel, die Zielgruppe des IS an, in Deutschland, in Westeuropa, in dem auch jugendgerecht, zielgruppengerecht Bilder und Videos eingestellt werden. Und das ist insoweit ein Radikalisierungsinstrument, ein Propagandainstrument, aber auch ein Instrument, um Terroranschläge durchzuführen. Ein Spezifikum, das wir hier im Islamismus sehen, ist die massive
und auch gezielte Ansprache von jungen Leuten, und mit jungen Leuten meine ich jetzt nicht nur 16 aufwärts, sondern wirklich Kinder, wo Kinder schon mit eigener Lernsoftware beispielsweise indoktriniert werden, sodass die im Grunde von Anfang an ein salafistisches Weltbild haben und dann eben auch der Schritt nicht mehr weit ist bis zu einem dschihadistischen Gewalttäter. Der Staat kann radikale Inhalte im Netz nur selten verhindern. Viele Webseiten werden über Server im Ausland betrieben, wo rechtsextreme, antisemitische oder rassistische Inhalte nicht strafbar sind. Natürlich ist es so, dass es technische Hindernisse gibt. Es gibt ja durchaus das Privileg, auch ohne Identifikation der eigenen Person im Internet was zu posten. Das heißt, man weiß erstmal gar nicht, welche Person jetzt hinter einer Meinungsäußerung steht. Und das ist technisch gar nicht so einfach, das immer rauszukriegen, weil es doch relativ viele Möglichkeiten gibt, das auch sehr aktiv zu verschleiern. Und dann gibt es natürlich aber auch weitergehende juristische Probleme, die damit zusammenhängen, dass solche Akteure ganz woanders sitzen können. Die können in Südafrika, Australien, USA, Russland oder weiß Gott wo sitzen. Und dann kommen sie an die erstmal mit normaler deutscher Strafverfolgung sowieso nicht ran. Ein neues Gesetz soll dem digitalen Hass entgegenwirken. Das sogenannte Netzdurchsetzungsgesetz nimmt vor allem die Betreiber sozialer Netzwerke in die Verantwortung und verpflichtet sie, rechtswidrige Inhalte schneller zu löschen. Doch können neue Gesetze die Gefahren aus dem Internet wirklich eindämmen? Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Mehr an gesetzlichen Regelungen braucht. Auf jeden Fall möchte ich gerne, dass die Regeln, die wir hier in Deutschland und Europa über Jahrhunderte für die Realwelt erarbeitet haben, insbesondere das Strafgesetzbuch, dass das im Cyberraum auch einfach angewandt wird. Leipzig, Juni 2017. Noch 2 Wochen bis zum G20-Gipfel in Hamburg. Grünen-Politiker Jürgen Kasek versteht sich selbst als linker Aktivist. Seit vielen Jahren organisiert er Demos, engagiert sich gegen rechts und hat auch Verbindungen in die linksradikale Szene. Kann ich dir noch G20-Mobi-Material in die Hand geben? Im Viertel verteilter Flyer, ganz persönlich, analog sozusagen, um Mitstreiter gegen den G20-Gipfel zu mobilisieren. Kann ich dir noch Mobi-Zeug für G20 mit in die Hand drücken? Ja, klar. Es geht ganz klar darum, deutlich zu machen, dass es Widerspruch gibt, dass es eine Vorstellung von einer anderen Welt gibt, von einer Welt, in der Kapitalismus und Gewinne eben nicht alles sind und in dem bestimmte Freiheiten sich nicht unterdrücken lassen. Und das, was ich erwarte und erhoffe, ist, dass Tausende von Menschen das machen und das tatsächlich gelingt, mit symbolhaften und symbolträchtigen Bildern tatsächlich den Ablauf zu stören. Wobei ich mir halt auch wünsche, dass es nicht komplett eskaliert. Dass die Proteste gewaltfrei ablaufen, glaubt niemand. Militante Linksextremisten aus ganz Europa werden anreisen. Wir beobachten die Mobilisierung in der linksextremistischen Szene mit Bezug auf G20-Gipfel seit Monaten. Wir haben hier im Bundesverfassungsschutz eine Sonderauswertung dafür auch eingerichtet. Wir gehen davon aus, dass eine hohe Zahl an Linksextremisten bereit ist, nach Hamburg zu reisen und bereit ist, da auch Straftaten zu begehen. Hamburg, meine Perle, Pflaster, Stein und Scherbe. Hamburg, meine Perle, Pflaster, Steine und Scherben. Die linksextreme Szene mobilisiert auch im Internet mit Videos wie diesem. Ein Aufruf zur Gewalt, professionell aufbereitet. Auftaktveranstaltung der G20-Gegendemonstrationen. Etwa 12.000 Protestler unter dem Motto Welcome to Hell am Fischmarkt. Jürgen Kasek ist aus Leipzig angereist. Er kennt die Videos im Netz. Die Mobi-Videos sind natürlich für junge Leute angelegt. Ein Teil von denen waren auch so relativ zwischen witzig bis militant. Und es funktioniert natürlich auch, dass dann viele junge Menschen auch sagen, klar, ich komme vorbei, ich gucke mir das an. Welcome to Hell, damit rechnen die Behörden schon im Vorfeld, könnte die gewalttätigste Anti-G20-Demo werden. Tausende Polizisten stehen den Demonstranten gegenüber, ausgerüstet mit Wasserwerfern und Schutzkleidung. Etwa 1000 Vermummte marschieren im sogenannten Schwarzen Block. Der Versuch der Polizei, sie vom Rest der Demo zu trennen, scheitert. Es kommt zu gewaltsamen Ausschreitungen. Mitglieder des Schwarzen Blocks schleudern Flaschen, Böller und Ziegelsteine gegen Polizeibeamte. Die Polizei antwortet mit Wasserwerfern, Pfefferspray und Schlagstöcken. Es gibt eine bestimmte Art von Gewalt und das an der Stelle zu rechtfertigen, die Aufmerksamkeit erregt.
So, und das ist natürlich so, weil wir uns alle sehr stark natürlich auf ein kaputtes Schaufenster stärker fokussieren als auf ein langes Pamphlet mit vielen vernünftigen Inhalten an der Stelle. Deswegen will ich das alles nicht gutheißen. Und natürlich führt das manchmal dazu, dass dann nur noch über die Gewalt geredet wird und gar nicht mehr über die Inhalte, was natürlich sehr schade ist an der Stelle. Die Gewalt der militanten Linken erschreckt das ganze Land und bestimmt tagelang die Schlagzeilen. Jürgen Kasek sieht sich selbst als Politiker und Aktivist. Eine Gratwanderung, besonders angesichts der vielen extremistischen Gewalttaten. Auf Twitter postet der grünen Politiker kritische Statements zum Polizeieinsatz bei der Auftaktdemo. Bestimmte Sachen, die kommuniziere ich auch nicht in verschlüsselten Chat, sondern da verabrede ich mich in dem verschlüsselten Chat dazu, dass man sich analog trifft. Und dann in dem analogen Treffen ist nach wie vor halt so, da werden die Handys alle vorher eingesammelt, dann verlassen alle Handys vorher den Raum. Einfach aus Sicherheitsgründen tatsächlich, weil eben gegebenenfalls auch ein Handy des Hauses geortet werden kann oder angesteuert werden kann. Und dann gibt es die direkte Aktionsabsprache, das heißt, was mache ich an dem Tag, die gibt es dann nach wie vor halt analog. Die Ausschreitungen um den G20-Gipfel in Hamburg haben die Diskussion um Linksextremismus neu entfacht. Kurz nach dem Gipfel wird die linksextremistische Website unten links in die Media verboten. Die erste staatliche Reaktion betrifft das Internet. Ein klares Signal. Welche Gefahr von Extremisten gerade über das Netz ausgeht, weiß auch Kevin, der Aussteiger aus der rechten Szene. Im Internet können ihn seine ehemaligen Kameraden leicht finden. Meine Ex-Freundin war in der Neonazi-Szene gewesen, tief verankert. Mein gesamtes Umfeld waren Neonazis. Das heißt, ich musste meiner Freundin und meinem Umfeld mehr oder weniger den Rücken kehren. Ich wusste, wenn ich aussteige, verliere ich alles, was ich hatte und riskiere dabei nicht nur mein eigenes Leben, sondern auch das meiner Familie. Aber es ist ein Entschluss gewesen und diesen Entschluss bin ich nachgegangen. Ich habe meine Sachen gepackt, mein Handy abgeschaltet, bin abgehauen erstmal für eine Weile, bin ein bisschen untergetaucht. Ja. Die Musik spielt bis heute eine elementare Rolle in Kevins Leben. Inzwischen ist er selbst aktiv, am anderen Ende des politischen Spektrums. Er spielt Bass in einer Punkband, mit linken Texten, aber ohne politische Mission. Ich habe ihn ja nachdem erst kennengelernt. Also ich habe ihn ja kennengelernt, da hat er mir von seiner Vergangenheit erzählt. Und dass er da ausgetreten ist und alles und dass er damit nichts zu tun hat, also habe ich grundsätzlich auch kein Problem damit gehabt. Im Gegenteil, ich habe Respekt davor, dass er das gemacht hat und so durchgezogen hat. Mit seiner Band Herzblut will Kevin neu anfangen, endlich durchstarten und seine radikale Vergangenheit hinter sich lassen. In ihren Texten singen sie auch gegen Rassismus und Nazis an. Du bist so fern, ich auf dem Boden liege, lache ich, du bist es nicht wert. Es ist natürlich mir manchmal unangenehm, dass ich die Jungs mit so in diesen Sumpf reiße, aber die stehen da fest hinter mir, stärken mir den Rücken und wir sind da alle heute einer Meinung, dass wir gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, egal in welcher Form sind. Radikaler und brutaler. Die Bedrohung durch Extremisten in Deutschland wächst. Das Internet wirkt dabei wie ein Katalysator. Es verstärkt die Gefahr. Was dagegen helfen kann, ist umstritten. Bessere Prävention? Härtere Strafen? Wer sind denn diese Leute im Netz, die dann so viel Hass verbreiten? Sind das Jugendliche? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich reden wir primär über Männer um die 30. Dafür gibt es gar kein politisches Bildungsprogramm. Wir wissen ja aus der Forschung, Vorurteile bauen sich dann ab, wenn ich nah an dieser Gruppe dran bin, über die ich halt Vorurteile habe. Also muss ich mit den Leuten ja ins Gespräch kommen. Wichtig ist, dass verbotene Inhalte im Internet nicht zu finden sind. Wichtig ist auch, dass wenn junge Leute auf eine Webseite gehen, die islamistischen Inhalt hat, nicht sofort weitere Webseiten mit islamistischem Inhalt angeboten werden.
Es wird nicht so einfach werden, sich mit China, dem Iran, den USA gemeinsam zu einigen auf bestimmte Regeln der Organisation von öffentlicher Kommunikation. Auf der anderen Seite, wenn man mal einen Löschansatz verfolgt und einfach mal versucht, Serverbetreiber anzusprechen und die zu bitten, solche Inhalte zu löschen, dann funktioniert das überraschend gut, auch international. Internet, Hetze, Gewalt. Gegen Straftäter und Verfassungsfeinde muss der Staat vorgehen. Egal ob in der realen oder in der digitalen Welt. Doch Demokraten dürfen sich nicht allein auf den Staat verlassen. Aufklären, dagegenhalten, nicht mitmachen bei Lüge und Hetze. Eine Herausforderung an die ganze Gesellschaft.